Ist Monaco für viele der Langweiler Grand Prix des Jahres ohne Überholmanöver und mit Einstopp-Strategie noch zeitgemäß oder nicht? Das ist eine Frage, die habe ich mit meinem Kollegen Stefan Ehlen diskutiert, und zwar in unserem Letzte Nacht-Video nach dem Grand Prix von Monaco 2021. Aber Stefan und ich, wir sind natürlich nur Laien, wir können nur trocken darüber reden. Wir sind keine Experten, die das selbst erlebt haben. Deswegen habe ich einen zum Interview gebeten, der selbst fünfmal in Monaco am Start war, nämlich den langjährigen Sky-Formel 1-Experten, heute ist er fürs Schweizer Fernsehen tätig, Marc Surer, der früher ja selbst Grand Prix-Pilot war und wie gesagt fünfmal in Monaco an den Start gegangen ist. Und ich habe Marc zum Eingang unseres Interviews gefragt: Sag mal, Marc, was macht eigentlich Monaco aus der Fahrersicht wirklich so besonders? Es ist ein ganz anderes Fahren. Du fährst ja zwischen den Leitplanken, du fährst eigentlich in einem Kanal. Und als ich mal bei einem Bob in St. Moritz mitfahren konnte, habe ich genau dieses Gefühl erlebt wie in Monte Carlo. Du fährst im Bob diesen Eiskanal runter und du hast eigentlich keinen Spielraum. Und genau so ist es, wenn du Monaco fährst. Du fährst zwischen den Leitplanken, das ist da, wo du dich bewegen musst. Aber wenn du schnell fährst, ist das ja wie ein Kanal, das wird ja immer enger. Und einfach die Begrenzung ist da und dazwischen spielt sich alles ab. Und es ist eigentlich mehr wie Rallye-Fahren. Du fährst gegen die Strecke und nicht unbedingt gegen die Konkurrenten. Fühlt es sich auch vielleicht sogar schneller an als jetzt zum Beispiel ein Monza, wo du zwar natürlich de facto viel schneller unterwegs bist, aber in Monaco hast du ja, ich weiß nicht, was die heutigen Formel 1 Autos sind, wir wahrscheinlich bei unter 300 Topspeed, würde ich tippen. Auf anderen Strecken sind wir eher bei 350, also doch deutlich schneller, aber ich kann mir vorstellen, dass der subjektive Eindruck ein anderer ist. Genau so ist es. Du fährst ja direkt an Gegenständen vorbei, an Häusern vorbei und das gibt dir das Gefühl von Schnelligkeit. Wenn du Auslaufzonen hast oder einfach eine grüne Wiese links und rechts, dann fühlt sich das nicht schnell an. Aber wenn du so knapp an diesen Objekten vorbeifährst, dann hast du das Gefühl, dass du wirklich schnell unterwegs bist. Wobei natürlich auch da kommt dann die Routine rein. Und irgendwann läuft das wie in Zeitlupe ab. Aber es ist schon ein Speed-Gefühl da in Monte Carlo, mehr als auf anderen Strecken. Marc, jetzt muss ich kurz zwei Fragezeichen klären mit dir, die mir beim Blick in die Datenbank geblieben sind. 1984, da steht bei uns in der Datenbank ein Did Not Qualify. Das war das berühmte Senna-Bellof-Rennen. Erinnerst du dich noch daran? Oh ja, und ich war sehr, sehr sauer. Ich habe mich nicht qualifiziert. Ich war 21. Damals durften nur 20 starten. Und 30 Autos haben sich versucht zu qualifizieren. Da gab es sogar eine Vorqualifikation am Morgen, am Freitagmorgen. Und ich bin dann gescheitert als 21., weil ich zu früh auf die Strecke bin. Ich hatte Angst vom Verkehr, weil du in Monaco ist das immer das Problem, wenn du keine freie Runde hast, ist alles vorbei. Also habe ich ein bisschen frühzeitig meine Runde gefahren, war dann locker irgendwie 11. oder so und habe gedacht, das genügt. Und ging dann zurück an die Box und dann macht es bap, bap, bap und dann war ich 21. Und das hat mich so geärgert, weil das Jahr zuvor war ich Dritter und bin abgeschossen worden von Derek Warwick. Und das wäre eigentlich die letzte Möglichkeit mit einem Sauger gewesen, nochmal gut auszusehen, weil Monaco haben die Turbos nicht so große Vorteile gehabt. Und dann hat es ja noch geregnet. Das wäre mein Wetter gewesen. Ich ärgere mich heute noch darüber. 84, das muss Aeros gewesen sein, oder? Richtig mit Aeros, ja. Aber noch mit dem V8. Später haben wir dann zum Turbo gewechselt. 85 dann, da stehst du gar nicht in der Liste, da bist du ja Brabham gefahren. Warum? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Da fuhr der François Henault, der Franzose, der eigentlich bei Brabham verpflichtet war für ein Jahr. Aber Bernie hat ihm dann gesagt, er soll aus Rücksicht auf seine Gesundheit aufhören mit der Formel 1, weil er sich immer gedreht hat, weil er mit dem Power von BMW nicht klarkam. Und in Monaco hat mich der Bernie angesprochen, ob ich schon zurückgetreten sei, weil ich war da für Schweizer Fernsehen. Und dann sage ich, nein, ich habe noch eine Rechnung offen. Und dann hat er mich angerufen später und gefragt, ob ich für den Rest der Saison fahren will. Also ich habe bei Brabham nur eine halbe Saison gefahren.
Okay. Marc, dann reden wir ein bisschen über das Rennen in Monaco, weil jedes Jahr, wenn Monaco stattfindet, 2020 ja wegen der Pandemie nicht, gibt es diese Diskussionen, ist dieses Rennen noch zeitgemäß oder nicht? Und ein Feedback, das wir von ganz vielen Usern bekommen haben, ist, subjektiv war es früher irgendwie besser mit Überholen. Jetzt haben wir mit dir ja einen, der früher selbst mitgefahren ist und der das heute als TV-Kommentator noch immer von sehr nahe aus beobachtet. Kannst du das bestätigen? Oder trügt uns da so ein bisschen die Erinnerung an die Vergangenheit? Es war schon immer schwierig zu überholen. Und unsere Autos waren ja damals auch 2 Meter breit. Also da gibt es keine Entschuldigung, dass es jetzt deswegen nicht mehr geht, sondern unsere Autos waren einfach nicht so perfekt. Die Autos waren unruhiger, du hast mehr Fehler gemacht, der Bremsweg war ein bisschen länger, das hat geholfen. Ich habe zum Beispiel vor der Mirabeau-Kurve mal Patrick Dambay im Ferrari überholt. Also das ging schon, ja, wenn man sich, aber man musste natürlich schon. Einfach jetzt oder nie. Und auch vor der Schikane, die damals anders war, die Schikane war viel gefährlicher zu dem Zeitpunkt, da konnte man sich schon da durchquetschen. Aber es war auch damals immer ein großes Risiko, wenn man versucht hat zu überholen. Und meistens eben kein Zurück. Also wenn du mal daneben warst, dann musstest du es durchziehen. Aber es stimmt, was du sagst, wo du jetzt sagst, Mirabeau, das kann ich mich erinnern, hat man früher tatsächlich ab und zu mal gesehen, auch nicht überfrequentiert. Das sieht man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Hast du da eine Begründung dafür oder eine Idee, warum das so ist? Ich glaube einfach, dass die heutigen Autos zu gut liegen, die Bremswege zu kurz sind, dass es einfach keine Zeit mehr gibt, daneben zu fahren. Du hast, ich denke, das ist, die heutigen Autos sind einfach zu gut. Ja, du kannst so spät bremsen, da gibt es gar die Sekunde, kannst du dann nicht mehr nutzen zum Überholen. Ja, und die Zeitunterschiede sind natürlich auch extrem eng. Also früher in deiner Zeit, nehme ich an, war vom ersten zum letzten wahrscheinlich auch mal 7, 8 Sekunden in Monaco, kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt nicht eine Ergebnisliste mehr angeschaut. Das ist ja heute bei weitem nicht mehr so. Ja, ich glaube nicht, dass so viel war, aber ja, natürlich, es gab größere Unterschiede zwischen den Autos. Jetzt hat Marc, weil diese Diskussion Monaco und nicht überholen können, die begleitet uns, wie gesagt, jedes Jahr. Lewis Hamilton hat gesagt, man sollte sich doch vielleicht mal überlegen, ob man nicht irgendwas am Format dreht bei diesem Rennwochenende. Er sagt zwar, Monaco ist super toll und da zu gewinnen ist immer noch das Grandioseste, weil es natürlich einfach eine fantastische Strecke ist und das Fahren da richtig Spaß macht, aber das Rennfahren im Sinne von Zweikämpfe halt nicht unbedingt. Hast du Ideen, was man in Monaco anders machen könnte oder muss man es einfach so nehmen, wie es ist? Links herumfahren. Klingt jetzt verrückt, aber wenn du das anschaust, das würde gehen. Und wir hätten dann nach dem Tunnel bei der Portier-Kurve, die jetzt den Eingang vom Tunnel bestimmt, da hinten hätten wir eine super Überholstelle, weil da könnte man auch sogar noch ein bisschen Platz schaffen. Da ist nur so eine Insel mit ein paar Bäumen. Da könnte man sogar noch ein bisschen Platz schaffen, dass man da wirklich genügend Auslauf hat. Geradeaus kann man ja schon fahren. Also, ich denke, da würde man eine Überholstelle schaffen, weil wenn man was ändern muss in Monte Carlo, ist es ganz sicherlich, eine Überholstelle müssen wir haben, weil die vor der Schikane geht heutzutage nicht mehr. Die haben seit die Schikane jetzt oder vor der Schikane der Hügel abgeflacht wurde. Früher war ja der holprig und die Autos haben versetzt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt kann man ja so spät bremsen, auch da. Also da hat man eigentlich der Formel 1 keinen Gefallen getan, dass man das ausgeebnet hat. Was sind denn die theoretischen Überholstellen? Wenn wir das mal von Anfang bis Ende durchgehen, Zandvoort kann ich mich erinnern, gab es früher ab und zu mal jemanden, der es probiert hat. Mirabeau haben wir gerade schon gesagt, Löw's, wenn du, da lässt halt dem anderen einfach keine Wahl. Und Hafenschikane, oder? Dann ist aufgeräumt. Das sind die theoretischen Möglichkeiten. Früher wurde in der Löw's am meisten überholt, weil da war auch die Gefahr nicht so groß. Du hast dich berührt, aber eigentlich ging das Auto meistens nicht kaputt. Aber mit diesen langen Autos, die Autos werden ja immer länger. Also irgendwann müssen wir eine neue Startaufstellung haben. Also zum Glück, Reglement schränkt das ja jetzt ein in Zukunft. Aber so ein Mercedes, der da über 5 Meter lang ist, ich meine, mit so einem Auto in Monaco rumzufahren, das ist ja schlimmer als die S-Klasse. Also die Autos sind einfach zu lang geworden und deswegen unbeweglich. Marc, eine letzte Frage noch, um das Thema abzuschließen. Monaco abschaffen, ja oder nein? Nein, nein, einmal im Jahr kann man das verkraften. Man müsste wirklich sich Gedanken machen, wo könnte man vielleicht irgendwas verbreiten für eine gute Überholstelle? Wo ist die Möglichkeit da? Weil alles andere ist super. Ich meine, die Herausforderung als Fahrer ist nach wie vor top.
spannende Einblicke ins Leben eines Formel-1-Fahrers in Monaco, die uns Marc da beschert hat. Wenn du jetzt Lust drauf bekommen hast, einmal, naja, dich zumindest anzunähern, so ein bisschen, wie es ist, in Monaco Formel 1 zu fahren, dann haben wir das Beste, was YouTube möglich macht für dich, nämlich eine schnelle Runde in Monaco aus der Cockpit-Perspektive und das erklärt mit historischen Hintergründen von meinem Kollegen Stefan Ehlen. Also schau rein ins nächste Video, es ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt und gibt ein bisschen ein Gefühl, was Monaco in einem Formel 1 Auto bedeutet.